So, eine Sache bin ich euch noch schuldig, nämlich den Beweis des Kommutativgesetzes der Multiplikation. Hier steht's, ne? Für alle mn aus den natürlichen Zahlen gilt, m mal n ist gleich n mal m. Wir beweisen das mit vollständiger Induktion über n natürlich, ne? Und zwar fangen wir mal an mit dem Induktionsanfang. Induktionsanfang, wir setzen n gleich 0. Das heißt, zu zeigen ist m mal 0 ist gleich 0 mal m. So, das ist relativ easy, glaube ich, ne? M mal 0, das ist dasselbe wie 0. Woher wissen wir das? Das wissen wir aus Mult 2. Und das ist das gleiche wie 0 mal m. Das haben wir auch mal gezeigt. Ich glaube, das haben wir 0 Mult L genannt als Gesetz. Ne? Das haben wir mal gezeigt. Also funktioniert. Induktionsschritt ist klar. Dazu müssen wir erstmal Induktionsannahme aufstellen. Wir nehmen mal an, die Aussage gilt für ein beliebiges k. Also es gilt m mal k ist gleich k mal m. So, und jetzt ist natürlich zu zeigen, dass es auch für den Nachfolger gilt. Also m mal k' ist gleich k' mal m. Gut, wir beginnen also wieder links, m mal k' und formen so lange um, bis wir rechts rauskommen, schreibe ich mal hier unten hin, k' mal m. Okay, so, m mal k', warum haben wir das so gemacht? Naja, weil wir jetzt erstmal Mult 2 anwenden wollen, m mal k plus m, ne, Mult 2 als Gesetz, die Rekursion anwenden, um im nächsten Schritt die Induktionsannahme zu verwenden. So. Okay, jetzt haben wir ein Problem vielleicht, wir müssen jetzt von hier nach da kommen. Gucken wir mal von hinten, ob wir da was machen können. K' mal m, da können wir Mult 2 nicht anwenden, ne, weil der Nachfolger sozusagen, der Nachfolgerterm links steht und nicht rechts. Aber was wir hier vielleicht machen können, können wir probieren, k plus 1 mal m draus zu machen, ne? Genau, das haben wir, glaube ich, 1 ad r genannt als Gesetz. Na, da kommen wir von da nach da. So, 1 ad r. Ja, das sieht so aus, als könnten wir das Distributivgesetz anwenden und m ausklammern. Das könnte man mal versuchen. Das würde sozusagen bedeuten, dass wir hier oben jetzt erstmal umformen in Richtung k mal m plus 1 mal m, was ist das? Das haben wir da verwendet, m gleich 1 mal m, das war 1 Mult L, das haben wir auch mal gezeigt. 1, ne? Da merkt man, das ist echt nützlich, dass man sich merkt, was man mal gezeigt hat. 1 Mult L, so. Und jetzt könnten wir ja hier eigentlich von da nach da mit dem Distributivgesetz umformen. Aber aufgepasst, wir haben bislang nur die Linksdistributivität bewiesen, nicht die Rechtsdistributivität. Die brauchen wir aber hier. Die können wir jetzt auch nicht einfach aus der Linksdistributivität schließen, weil dazu bräuchten wir das Kommutativgesetz, das beweisen wir aber gerade erst. Also, wir müssten jetzt an der Stelle noch Folgendes wissen, das schreibe ich jetzt hier mal dazwischen. Wir müssten wissen, x plus y mal z ist dasselbe wie x mal z plus y mal z. Wenn wir das haben, dann können wir ganz einfach von da nach da kommen und dann haben wir es gezeigt. Also eure Aufgabe ist jetzt, das Distributivgesetz Rechtsdistributivität zu zeigen. Wenn ihr das habt, dann haben wir auch das hier gezeigt. Dann können wir hier einen Haken dran machen.